Gewonnen! Neue Karte freigeschaltet. Giftschutz verringert den erlittenen Giftschaden dieser Kreatur um 1. Puh, weiß ich nicht. Skelettkrieger? Ja, sehr gerne. So, zurück. Jetzt muss man eben schauen. Karteneditor. Wir haben ein bisschen was freigeschaltet. Und ich sage mal, da ist er. Wenn man die Karte Friedhof hat. Ja. Da bin ich mal gespannt, wann ich die mal wirklich zu Gesicht bekomme. Bitte. Ich weiß gar nicht. Sollen wir uns was leisten? Wir haben ja auch noch Rubine, sind das hier, glaube ich. Die Shop. Was haben wir denn da? Wie wäre es denn, wenn wir 15 Rubine kaufen? Vor allem Chance auf eine epische Karte statt einer seltenen. Okay, leider Gottes nicht. Vampirisch. Verführung. Kann einen gegenüberliegenden Feind betäuben, nachdem diese Karte Schaden verursacht hat. Das ist schon mal nicht schlecht. Kann nicht von Kreaturen, die kontorisch blockiert werden, aufwiegeln. Erhöhe die Wut all deiner Kreaturen. Vampirisch um 1. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Die Vampire stacken hier. Halt alle deine Kreaturen für 2. Kugelhagel verursacht. Ja. Auf einen Feind, verflucht einen Feind. Aus Basiliskenquellen. Das ist natürlich ungünstig für mich, aber das ist erst der Kugelhagel, ist an sich halt nicht schlecht. Angriffswirbel, diese Kreatur kann einen zusätzlichen Angriff erhalten. Aufwiegeln, erhöht die Wut dieser Kreatur um 1, wirkt nur, wenn man die Karte Mafioso im Spiel hat. Abdrückender Werwolf. Naja, Vampirgraf anvisieren, verflucht einen Feind, dieser leidet 4. Okay, hier geht es in Richtung Basilisken. Naja, aber die Vampirin, der Vampir-Cheerleader, finde ich ehrlich gesagt nicht schlecht. Und den werde ich mir auch definitiv ins Deck holen. Halt alle deine Kreaturen um 1. Uiuiui. Ist die Frage, ob diese Karte wirklich Sinn macht für mich. Momentan, meiner Meinung nach, erstmal nicht. Vampirlord. Erhöht dir momentan die Blutlust einer deiner inaktiven Kreaturen um 2. Dann haben wir hier das Vampirkind nochmal. Eigentlich ist es so geil, dass ich sie sehr gerne nochmal kaufen würde. Kann am Angriff von nicht fliegenden Kreaturen ausweichen. Zähigkeit. Ja. Was Wildtier? Erhöhe die Wut dieser Kreatur gegen gegnerische Kreaturen, sofern sie bestialisch sind, um 1. Ach, das ist Zähigkeit. Verhindert einen Angriffsschaden. Und zwar im Allgemeinen und nicht gegen irgendwelche Klassen spezifisch. Ja. Klingt nett. So, was haben wir hier? Ruf, glaube ich. Da gibt es noch nicht sonderlich viel. Ich bin noch Level 1, oder? Quests. Ne, ich bin Level 2. Was ist das hier? Okay, damit bin ich noch nicht so weit durch. Boah, ich würde sagen, machen wir. Ah ne, Moment, stopp. Erste Mal in den Karteneditor. Wir haben ja das eine oder andere, was ich gerne einfügen möchte. Und dafür beispielsweise nehme ich doch sehr gerne mal, ich weiß nicht, ist schwierig. Ich hätte halt gesagt, der Skelettkrieger ist halt nice, weil er viel Leben hat. Das normale Skelett hätte ich gesagt, ja, können wir vielleicht an dem Punkt rauskicken. Dafür würde ich aber auf jeden Fall sehr gerne die Vampirin einnehmen, weil sie mit der anderen Vampirin stackt. Das heißt, die hätte in Zukunft, also wenn beide auf dem Feld liegen, es ist natürlich auch die Frage, ob ich auf Vampire gehe. Sicherlich nicht schlecht, sicherlich. Alle deine Kreaturen vampirisch um 1, das heißt, die Vampir-Cheerleaderin würde 2 Schaden machen. Hier steht zumindest mal nicht, dass sie davon ausgenommen ist, und das Vampirkind würde 3 Schaden machen. Auf jeden Fall nett, sehr nett.
Verringere den erlittenen Schattenschaden. Ich glaube, das brauche ich erstmal nicht. Untot. Ich weiß gar nicht. Wen haben wir denn da speichern? Wen haben wir denn da vor uns? Necro. Ich würde sagen, der kommt im Endeffekt wahrscheinlich so relativ mit dem gleichen rüber. Halt, stopp, Moment. Deck-Editor, der kommt wahrscheinlich im Endeffekt mit dem gleichen rüber. Aber sonst sehe ich ehrlich gesagt auch nichts, was ich jetzt noch gerne wieder drin hätte. Obwohl... Wir lassen so. Wir lassen so. Speichern. Ab in die Quests. Wir versuchen mal die erste Mission. Ich muss in Erfahrung nur ein bisschen steigern, mich steigern. Es ist halt doch einen ganzen Ticken anders als jetzt meinetwegen. Und ich erwähne es wieder, Magic. Es ist einfach so, das nehme ich so hin. Ich nehme auch Kritik eurerseits hin, aber bevor ihr mir nur Kritik reinwögt... Okay. Hat auf jeden Fall einen Fluch auf sich drauf. Könnt ihr mir natürlich im Gegenzug auch Tipps geben. Ich werde mir natürlich das Ganze etwas, ja, deutlicher anschauen. Gerade auch außerhalb der Let's Plays. Nur so kriege ich entsprechend die Erfahrung. So, raus mit dem untoten Heiler. Ausgewichen, leider Gottes. Schade an der Stelle. So, dämonisch. Ist mir wurscht, interessiert mich nicht. Ja, ist mir relativ. Ich würde sagen, wir legen den da. Wegen dem Debuff. Beide ausgewichen. Respekt. So, da kommt unser erstes Vampirkind. Freut mich sehr, dich hier willkommen zu heißen. Scheiß die Wandern. Er kommt zurück, ist schön. Ist toll. So. Wir machen erstmal diesen da. Einmal verfluchen. Einmal Schaden. Ach nee, beides auf die erste Karte. Sehr sinnvoll. Nein, da kommt wieder das monströse Miezekätzchen. So. Ich muss mal eben schauen. Der kann ja nicht geblockt werden. Es wäre also garantierter Schaden auf ihn, deswegen nehme ich ihn mal. Als Defense hat er genug Leben. So, da wird einmal eine Runde geheilt. Also, warte mal, der kommt mir hier... Der kommt mir hier kein Einfall verfluchen. Dieser leidet einen zusätzlichen Schaden aus Feuerquellen. Ja gut, Feuer habe ich auch zu bieten. Keine Angst. Boah, der switcht hier immer, der weicht hier immer aus. Das ist zum Mäusemelken. So, dann wird's langsam aber sicherlich mal Zeit. Ich habe ein Problem, glaube ich. Er hat zwei fliegende Kreaturen. So, komme ich auch mal mit einer fliegenden. Er weicht wieder aus, wenigstens die ist weg. So, jetzt muss aber die da vorne definitiv sterben. Irgendwie. Ich habe nur keinen Plan, wie. Scheiße. Es ist Müll. So, da kommt er schon wieder mit einer fliegenden Kreatur. Er hat also viele fliegende Kreaturen. Das ist schön für ihn. Vor allem, er kann auch fliegende Kreaturen kontern. So, da war es mit meinem Untotenheiler. Ist kritisch. Scheiße, er hat drei Spinnen draußen. Das heißt, selbst wenn ich viele fliegende Kreaturen hätte, aber sie leuchten sich aktuell gerade gut aus. Ich frage mich, wo meine andere Vampirium geblieben ist. Skelettkrieger, nein. Komm, wir nehmen den Totengräber. Talent gegen Vampire. Und viel Leben, das ist ja schon mal ein Boni wert. So.
Jetzt hätte er aber auf alle Untoten. Ja, verdammt, 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 verdammt. Okay, dann muss die da. Und ich hoffe, sie kriegt's. Ja. Yes!